Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück am Biebersee. Warum Biebersee? Ganz einfach, das ist ein See, da sind Seen und irgendwo in den Bäumen sind bestimmt ein paar Biber, also Biebersee. Oder vielleicht soll das ja auch ein Staudamm darstellen, egal. Auf jeden Fall, beim letzten Mal haben wir schon gut vorgelegt, das ist eine Mission mit sehr wenig Zeit. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 36 Monate, davon sind schon 11 rum. Oder so, ich weiß es gerade nicht. Wir haben aber hier schon ein bisschen was geschafft. Mit ganz viel Glück schaffen wir diesen Monat auch noch diesen Teil der Tycoon-Herausforderung. Wichtig ist aber erstmal, der gute Wissenschafts-Willi kommt. Der kommt erst im November, deswegen möchte ich auch meinen Achterbahnbau auf eben diesen verschieben. Damit wir das mit den Einnahmen vielleicht noch hinbekommen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Komm, wir können mal... Ich habe eine Idee... Ah, ne, das war jetzt, das war doof, Entschuldigung. Weil ich habe jetzt gerade gesehen, dass hier was kaputt ist. Ich wollte jetzt nämlich die Gehälter drücken für den Monat, damit ich mehr Einnahmen mache. Ne, das wird jetzt leider nichts mehr. Mit den 4 Monaten hintereinander. Warum eigentlich 4 Monate hintereinander? Ach, sind nur die das sind nur die Einnahmen, die gemeint sind. Ach so. Glaube ich zumindest, weil hier habe ich ja nur 500 geschafft. Und 3 von 4 Monaten habe ich da ja schon. Von daher... Irgendwie komisch. Aber gut. Es soll uns nicht stören, ne? So, dann können wir auch den guten alten Schleudergang hier hinklatschen. Moment, hier. Der hat doch gerade hier irgendwo... Ja, guck an. Da passt er doch schon direkt. Nicht aufhängen. Dankeschön. So, wir bauen den Weg hier natürlich weiter. Gehen hier rüber. Und dann machen wir den Eingang hier. Und der Ausgang darf logischerweise nicht fehlen. So, auf mit dir. Ja, das Ziel leider nicht geschafft mit den Parkeinnahmen. Schade. Aber ich denke mal, nächsten Monat kriegen wir das hin. Was wir dafür bräuchten, sind aber, glaube ich, noch ein paar Fressbuden. Wir brauchen ja sowieso auch Restaurant-Einnahmen. Von daher müssen wir da auch mal schauen, dass wir in die Pötte kommen. Und gerade Getränke sollten wir auch mal hier... Bestimmt denken viele Besucher, dass sie durstig sind, oder? Ich habe Hunger, die Wege sind ekelhaft. Nö. Okay, anscheinend nicht. Apropos, die Wege sind ekelhaft. Wir hören mal hier auf 3 und hier genauso auf 3. Dann warten wir auf den guten Wissenschafts-Wilhelm. Der ist schon drin, hat aber die erste Fahrt leider verpasst, aber geht jetzt rein. Wunderbar. Das heißt, in einer Minute haben wir die nächste Bekanntheitsstufe erreicht und dürfen uns über viele neue Gäste freuen, die dann dieses Mal $50 Eintritt da lassen. Fände ich fürs richtige Leben, glaube ich, zu sportlich, aber das ist ja nicht das richtige Leben, sondern ein Spiel. Und Wissenschafts-Willi freut sich. Wunderbar. Dann machen wir doch jetzt mal hier ein Getränkeblütchen hin. Und gleich noch ein bisschen mehr Mampfstätten. So, du läufst ja auch inzwischen relativ gut. Können wir ein bisschen was anziehen. Hier, ich denke auf 1,75 können wir das locker hochziehen. Da genauso. So, freuen wir uns über viel neues Geld. 2000 Einnahmen. Ihr seht, wir haben keinen Gewinn gemacht im letzten... Ne, nur 180. Also es sind wirklich nur die Einnahmen. Und umso mehr ärgert mich, dass mir hier $38 gefehlt haben. Dann hätte ich dieses Ziel auch erreicht. Aber gut, wäre Fahrradkette, wie schon der gute Lodder so schön sagt, ne? So, nächste Mampfbude offen. Was haben wir jetzt erreicht? Ach, wir haben die 600 Besucher im Park. Schönes Ding. Da ein Sushi-Bütchen. Ich sage, machen wir hinten noch ein Taco-Bütchen. Taco, Taco, Burrito, Burrito. So. Läuft doch. Auf jeden Fall kommt jetzt sehr viel frisches Geld in den Park. Ich will mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja doch. Mit den Restauranteinnahmen, da bin ich mir gerade noch nicht sicher. Da sollte ich eigentlich besser die teuren Restaurants bauen. Wie planen wir denn da? Ah, eins. Ne, Moment. Da habe ich jetzt, glaube ich, falsch geguckt.
Ach nein, Restaurants sind was anderes als Läden. Ach, super. Nee, das waren quasi nur die Einnahmen von Ette hier, weil ich sonst kein anderes Restaurant habe. Und das heißt, ich werde jetzt ein neues Restaurant eröffnen. Oh, Junge, was feierst du dir? Was fährst du dir denn da für einen Film? So ein Quatsch. So, geht doch. Da müssen wir auch nicht da ganz hinten hin. Humphreys Bistro. Wunderbar. Und es kommen noch mehr Leute in den Park. Das ist schön. Kriegen wir viel frischen Besucherwind rein. Ich könnte auch mal ein paar mehr Bänke und so weiter theoretisch bauen. Könnte es auch lassen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Waren wir wieder bei den Einnahmen drüber? Jawohl, das ist schön. Habe ich eine aufgedröselte Übersicht für nur Restaurant-Einnahmen? Ich muss da schauen. Essen und Getränke. Restaurants, ja, da ist es doch. Ah, 638. Ich war schon nah dran im letzten Monat. Ich denke aber, da geht noch ein bisschen was. Mit ein bisschen mehr Besucherzahlen sollte das ja kein Problem darstellen. Naja, dich kriegen wir, glaube ich, nicht hier rein, ne? Na, leider nicht. Schade. Ich hätte dich da sehr gut gefunden, aber dann müssen wir dich wohl doch nach hier hinten packen. So, und hier sind mir viel zu viele Leute. Hier auch. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine mit zu vielen Leuten, ne? Die, es sind jetzt nicht wirklich zu viele. Nur, ich kann dann da noch ein bisschen meinen Gewinn steigern. Beziehungsweise unseren Gewinn. Ich teile den ja mit euch sehr gerne. Ja, ich wäre jetzt fast geneigt zu versuchen, das hier noch hinzubekommen. Aber so oder so, wir brauchen noch eine flache Attraktion. Welche ist hier, also welche Kategorie ist jetzt egal? Ich würde fast sagen Nervenkitzel, weil bei den ruhigen, da ist noch nicht so furchtbar viel los. Ja, noch ein bisschen was, aber... Ich möchte einfach gerne noch Nervenkitzel haben. Können wir dich hier so hinter vielleicht so ein bisschen? Nee, leider nicht. Leider nicht! Wie weit können wir denn nach hier hinten gehen? Haha, Moment, das sieht doch gar nicht mal so gut aus. Ich habe jetzt irgendwas geschafft. Ich glaube, das mit den Parkeinnahmen. Oh Gott, ihr merkt, das Ruckeln wird schon wieder stärker. Ja, ich bin schon auch wieder bei den 1000 Besuchern fast angekommen. Ja, wir schauen mal, ob das mit den Restauranteinnahmen noch was wird. Das ist jetzt kein Muss. Wäre allerdings doch irgendwie leider geil. Bin ich jetzt hier zu hoch oder was? Oh. Da fällt mir ein, abspeichern. Alter, wie viel Geld habe ich bitte? Habt ihr das gesehen? 11.000 schon, mein Gott. Also ich meine, ist natürlich klar, ne? Ich bin ja ein Finanzgenie. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich freue mich da einfach gerade ein bisschen drüber. Bin positiv überrascht. Aber gut, bei dem... wir hatten ja doch ein bisschen Glück mit den Influencern, muss ich sagen. Von daher, so, was haben wir letzten Monat? Warum haben die Restaurants so 550 eingenommen? Oder ist es auch irgendwie Gewinn? Egal, wir schauen einfach mal. Wenn es passiert, dann passiert's. Wenn nicht, dann nicht. 20 Monate noch Zeit. Im Prinzip haben wir schon fast alles an Zielen erreicht. Hier, da möchte ich uns noch ein bisschen Zeit geben. Wir haben ja auch noch ein bisschen, sind ja gerade mal so ungefähr bei der Mitte der Folge angelangt. Von daher, alles gut. Muss noch kurz einen Schluck trinken, Moment. So. Oh, mittlerweile ist sogar der Feuerring gut besucht. Das ist schön. Können wir jetzt auch hier mal auf 2 Dollar hochgehen. Und ja, da lassen wir es erstmal noch. Hier können wir auf 2,50, da auf 2,75. Jawohl, wir haben es geschafft. Den ersten Monat genug Restauranteinnahmen erzielt. Suspicious Sally kommt. Oh je. Würde ich sagen, gönnen wir uns doch mal noch ein
Mechanikergebäude hier hinten. Und lassen direkt ein paar Mechaniker auf unsere Attraktionen los. Da ist nämlich schon wieder direkt was kaputt gegangen. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir sie vielleicht verprellen. Aber monetär gesehen tut uns das ja nicht das Geringste. Wir könnten sogar theoretisch noch ein bisschen Werbung fahren, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Von daher, wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt bei Suspicious Sally. Ich bin geneigt, da zu hoffen, dass wir sie verprellen, weil ihr merkt ja jetzt schon, wie es ruckelt. Und wenn jetzt nochmal 300 Besucher mehr oder so kommen, dann dürfte das ein bisschen kritisch werden hier. Aber gut, wir schauen einfach mal, was jetzt als nächstes passieren wird. Ob sie was sehen wird oder nicht. Ihh, das ist ja eklig. Habe ich keine drei Hausmeister? Doch. Und keiner macht hier vorne mal sauber. Das ist ja schrecklich, ist das. So, den zweiten Monat haben wir geschafft. Sehr schön. Ist sie jetzt schon hier? Nein, ist 14. Mai. Okay, sie kommt morgen an, am Dienstag. So, da ist ja der Siebener. Hier hinten ist was kaputt. Das ist nicht gut. Ich hoffe, dass er zeitnah repariert. Da sehe ich schon den Mechaniker, der da gerade hinmarschiert. Hoffen wir, dass er es schnell schafft. Und dass wir da jetzt nicht irgendwie noch ins Hintertreffen geraten. No. Also ich fände es halt geil, wenn wir das Ziel hier noch hinbekämen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Schauen wir, wie es gerade läuft aktuell. 800.000, 200, 900, ja, doch, ich glaube, das läuft. Oh, jetzt hat sie schon eine gesehen. Das ist nicht so gut. Aber gut, ja, zwei hat sie schon gesehen. Was sind da noch? Ach, der ist jetzt auch noch kaputt, ja, super. Ah, komm, wir gehen mal hoch auf 3 Dollar. Damit wir da die Schlange mal ein bisschen kleiner kriegen, genauso wie hier. Genauso wie hier. Ah, da möchte ich jetzt noch nicht. Aber hier kommen wir zumindest auf 2,75 hoch. Oh Gott, wir schaffen es tatsächlich auf die nächste Influencer-Stufe. Und wir schaffen es tatsächlich viel zu viel Geld zu haben. Ja, das war's. Bam, wupp, wupp. So, Stufe 5. Was machen die Einnahmen? Die sehen sehr gut aus. Kommen noch einen Monat, dann können wir unsere Achterbahn bauen. Und dann haben wir dieses Level gemeistert. Sogar mit allen Herausforderungen. Toi, 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 dass das jetzt mit den Restaurant-Einnahmen klappt. Aber da wir ja jetzt noch mehr Leute reinkriegen, bin ich da einigermaßen guter Dinge, dass es dahingehend läuft. Hui, wie viel stehen denn hier jetzt an? Krass. Also ohne Witz, mittlerweile so, wenn ich mir so die Einnahmen angucke und wie viel Gewinn ich immer mache, also wie viel Gewinn wir immer machen, das ist echt eine Gelddruckmaschine gerade. Sehr schön. Aber mit, ja, ich glaube, so zum Ende der Kampagne hin sollte man auch so ein bisschen zumindest den Dreh raus haben, was man da tut und wie man es tut. Bam, damit haben wir es geschafft. Wunderbar. Dann würde ich sagen, moderiert sich ab, keine Sorge. Ich brauche nur mal eben ein weiteres schniekes Bild. Ja, Moment, ich will hier den Sonnenuntergang mit drauf haben. Ja, das ist doch schnieke, würde ich sagen. Weil wenn wir jetzt gleich nämlich die Mission zu Ende haben, dann werden wir natürlich kein Bild haben, weil wir dann da stehen haben werden. Hey, du hast die Mission geschafft. So, ich guck mal, ob es reicht, wenn ich sorry spellen entwirf. So, nehmen wir doch mal hier den das Slow-Mo Paradise. Moment, ich speichere eben noch. Ganz wichtig, ne? Jetzt haben wir ja schon alles an Bonuszielen erreicht soweit.
Deswegen einmal schnell abgespeichert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir ein... Ja, es reicht, wenn wir einen Entwurf bauen. Sehr schön. Ihr Lieben, das war's. Was für ein entzückender Park. Und wie sich deine Attraktionen bei Nacht auf dem Wasser widerspiegeln. Einfach wunderschön. Gut gemacht. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich freue mich, euch bei der nächsten Mission auch wieder begrüßen zu dürfen. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.